Die Spannung steigt. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Webinarausgabe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, ihr seht, bei mir ist ein bisschen dunkel im Hintergrund. Ich habe nicht mehr so viel Geld, damit ich den ganzen Raum ausleuchten kann. Bei unseren Gästen funktioniert es aber sehr, sehr gut. Insofern freut es mich, dass ihr heute Abend eingeschaltet habt. Wenn es Tonprobleme geben sollte, bitte kurz reinschreiben. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass alles passt. Ja, mein Name ist Markus Landau und ich übernehme heute Abend die Moderation. Bin bei der DZ Bank Derivatexperte und freue mich, dass wir heute wieder die Trading-Gruppe 2.0 mit dem Stefan und dem Ingmar an Bord haben. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ihr seid erleuchtet. Ja, du noch nicht, Markus, du hast gerade schon gesagt. Also von uns natürlich auch einen wunderschönen guten Abend. Auch an dich, Markus, und an alle, die gerade schon zuhören, zuschauen. Es freut uns natürlich, dass wir jetzt seit längerer Zeit mal wieder mit dabei sind. Ich glaube, Ende August, wenn ich mich nicht vertue, 28.08. waren wir das letzte Mal hier im Webinar dabei. Von daher wird es wieder Zeit. Wir haben wieder viel im Gepäck und ja, die Märkte sind volatiler geworden und wir freuen uns dementsprechend auf dieses heutige Webinar natürlich. Ja, du sagst es gerade, volatiler geworden, von einer zur anderen Woche. Was ist los an den Märkten? Was ist los in der Welt? Übers Wochenende keine schönen Dinge, die da passiert sind wieder. Und zwar ja, Terroranschlag in Israel und ja, hervorgerufen durch die radikale Organisation Hamas. Und ja, wir haben halt einfach wieder ein Aufleben dieses Konfliktes, der ja niemals zu Ende gehen scheint. Und ich glaube, das ist wieder ein größerer Ausschlag. Und da wissen wir noch nicht ganz genau, wie am Ende langfristig die Finanzmärkte oder wie langfristig sie darauf reagieren. Was kurzfristig allerdings passiert ist, klar, Ölpreise in die Höhe geschossen. Und ja, wir sind gespannt, was da die nächsten Tage passiert. Traurigerweise, gut zum Handeln, bringt es Volatilität in die Märkte. Aber das ist das einzig Gute an der ganzen Geschichte. Was ist noch aktuell auf dem Fokus? Ja, die Berichtssaison in den USA hat wieder begonnen. Ich glaube, am Freitag geht es wieder los mit den Bankentiteln, die da ja immer am Anfang stehen der Berichtssaison in Amerika. Und dann wird das Q3 aufgearbeitet und ja, wieder eine Nachrichtenflut an Unternehmenszahlen, die da auf uns einprasselt. Bin gespannt, was da kommt. Ja, wie sich die Märkte in der Konstellation verhalten werden. Und ja, schauen wir aber uns an, was euch heute erwartet. Und da möchte ich euch zeigen, die Folie habe ich ja schon parat, was euch erwartet. Springe ich mal zur zweiten Seite. Der Ingmar hat allerdings auch noch einen Rückblick mitgebracht, auf den er gleich eingehen wird. Den habe ich heute nicht aufgeführt. Und das Thema des heutigen Webinars ist ja DAX. Ende des Bullenmarktes. Wie geht es weiter? Quasi die Frage hier. Wir haben allerdings auch wieder aktuelle Anlage- und Trading-Ideen mit an Bord, die die beiden mitgebracht haben. Dann wieder die Wunschanalyse am Ende, die der Stefan übernehmen wird. Schauen wir einfach, wie viel Zeit wir haben, wie viel Titel er abgefrühstückt bekommt. Und bevor es losgeht, die rechtlichen Hinweise, kurz und knapp, das Webinar ist als Werbung zu verstehen, richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten, Anlagezertifikaten, die den Wohnsitz in Deutschland haben. Ja, alles, was hier besprochen wird, soll natürlich nicht als Beratung oder als Empfehlung verstanden werden, sondern dient lediglich der Demonstration. Und wir haben heute wieder Hebelprodukte dabei, die natürlich Risiken mit sich bringen, unter anderem Totalverlust möglich, etc. pp. Könnt ihr euch gerne im Nachgang nochmal anschauen. Allerdings habe ich auch eine Kurzumfrage mitgebracht, das vielleicht das Webinar nicht so stark betrifft, aber wir wollen mal kurz erfragen, dass wir werden im nächsten Jahr, so ist der Plan, für die Volks- und Raiffeisenbanken Kunden. Wenn ihr einer seid, dann ist die Umfrage was für euch. Wollen wir und werden wir eine Wallet-Lösung für Kryptowährungen einführen, ganz normal im Depot. Und ja, als neue Asset-Klasse und werden auch jetzt nicht alle Kryptowährungen sein, sondern eine ja, begrenzte Anzahl, aber die großen gängigen werden dann aufgeführt werden. Und da eben die Frage, und dann auch als sichere Verwahrlösung, da die Frage eben,
ob ihr eine solche Wallet schon nutzt und ob ihr die auch nutzen würdet. Vielleicht einfach mal antworten. Die Frage habe ich hier aufgeschrieben. Würdest du eine sichere Krypto-Wallet bei deiner VR-Bank, also Volks- und Raiffeisenbank, nutzen? Ich starte kurz die Umfrage. Und vielleicht könnt ihr kurz mal diejenigen, die vielleicht bei einer Volks- und Raiffeisenbank ein Konto haben, antworten. Die restlichen, glaube ich, betrifft es dann weniger. Ich warte jetzt noch mal kurz ein paar Sekunden. Und dann kann ich, glaube ich, auch jetzt schon die Umfrage abschließen. Kleinen Moment, ich teile das mal. Jo, so, wo haben wir denn jetzt die Größe? Ich kann es gar nicht lesen. Moment, ich muss groß. Ich glaube, wie viel waren es? 29% haben. Genau, 29% ja, 62% nein, kein Interesse an Kryptowährungen und 9% nein, nutze bereits andere Anbieter. Perfekt, Dankeschön für für euren Input. Und dann habe ich noch, bevor es dann jetzt wirklich losgeht, noch einen zweiten Werbeblock. Und zwar finden ja aktuell die Publikumsabstimmung statt für den Zertifikate-Board 2023-24. Und da gibt es verschiedene Kategorien, die ihr auswählen könntet, wenn ihr für uns votieren möchtet. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Unter anderem das Zertifikatehaus des Jahres, Tradinghaus des Jahres und die dritte Kategorie Zertifikat des Jahres. Den Link unten für die Publikumsumfrage würde ich euch gleich nochmal in den Chat posten und ihr könnt abstimmen. Ja. Bis zum, glaube ich, 23. Oktober ist da die Umfrage offen. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da vielleicht der ein oder andere von uns abstimmt, wenn ihr gute Erfahrungen mit uns gemacht habt. Herzlichen Dank dafür schon mal. Und jetzt geht es auch direkt los. Ingmar, das Wort an dich übergeben. Wir haben heute wieder viel im Gepäck. Viel Spaß euch allen zusammen und melde mich dann nachher wieder zurück. Und wir können die Kamera ausschalten, erstmal für den Moment. Super, danke dir, Markus. Und ja, an alle, die jetzt gerade noch dazugestoßen sind, nochmal schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Abend und gleich wieder zur Info. Sollte während des Webinars etwas unklar sein, dann nutzt bitte immer die Möglichkeit, auch entsprechend Fragen zu stellen. Auf der rechten Seite ja das Bedienpanel von GoToWebinar und dort gibt es eine kleine Rubrik Fragen. Und ja, dort könnt ihr eben reinschreiben, solltet ihr ja Fragen haben zu den Themen, die wir vorstellen, oder aber auch weitergehende Fragen zu den Produkten zum Beispiel, dann nutzt bitte das Ganze, denn genau aus diesem Grund findet dieses Webinar ja hier auch interaktiv statt. Ja, wir wollen heute uns verschiedene Märkte angucken, aber wie eigentlich immer findet zunächst ein Rückblick statt. Ich hatte schon gesagt, es ist etwas länger her, dass wir das letzte Mal hier dabei waren. Das war am 28.08. der Fall. Dort hatten wir drei Strategien vorgestellt, eine Strategie auf den DAX, eine auf den Dow Jones und eine auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und wir wollen starten mit der Strategie auf den DAX. Hier haben die Vorfilter, die ich aufgezeigt hatte, entsprechend angezeigt, dass wir uns auf die Short-Seite stellen sollten. Und laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Stop-Buy bei 15.390 Punkten. Für alle diejenigen, die jetzt vielleicht noch neu dazugestoßen sind in diese Webinarreihe und uns noch nicht kennen, vielleicht noch mal kurz zur Info. Wir arbeiten nicht nur mit der Charttechnik, sondern eben mit verschiedenen Vorfiltern, die uns zunächst einmal anzeigen sollen, ob ein Markt für die Long-Seite oder für die Short-Seite interessant ist, ob es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen gibt. Und erst, wenn wir über die verschiedenen Vorfilter eine präferierte Richtung erkennen können. Erst dann nutzen wir die Charttechnik, um ein Trading Setup herzuleiten. Und wir machen das in der Regel so, dass ich hier die Vorfilter vorstelle und der Stefan dann entsprechend die Charttechnik vornimmt. Also, Vorfilter haben mir ganz klar angezeigt, dass die Shortseite ab Mitte des Jahres zu favorisieren ist und laut Stefan Stop bei 15.390 Punkte mit den Zielen bei 15.000, 14.700, 14.500 und 14.000 Punkten mit einem Stop am Anfang bei 16.050. Aktueller Kurs vorhin war 15.110 und jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich nochmal im Chart angucken, wie es gelaufen ist. Wir sehen hier eingekreist den Tag des Webinars, das war der 28.08. Danach lief es zunächst einmal seitwärts, aber dann kam der von uns erwartete Rücksetzer, dieser Ausbruch aus dieser Seiten, dieser langen Seitwärtsrange nach unten und die 15.390 Punkte Marke wurde getriggert. Ende September sind wir also in diesen Trade eingestiegen. Er lief auch direkt in unsere Richtung und bei 15.000 Punkten konnte dann die erste Teilposition verkauft werden. Das war ja eben entsprechend
das erste Ziel, was wir genannt hatten. Wir werden jetzt kein Update auf den DAX zu diesem Zeitpunkt machen, denn auch heute werden wir uns den DAX nochmal in Ruhe anschauen. Das ist ja der Markt, der wahrscheinlich für euch alle von Interesse ist. Also werden wir natürlich auch nochmal die verschiedenen Vorfilter uns zusammen ansehen und dann wird der Stefan nochmal ein Update für die Charttechnik geben und eventuell dann auch das Trading-Setup entsprechend erneuern. Zweite Strategie war eine Short-Strategie auf den Dow Jones. Auch hier haben die Vorfilter angezeigt, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Laut Stefan sollten wir einsteigen in den Short mit einem Stop-Buy bei 33.990 Punkten, mit den Zielen bei 33.6, 32.6 und 31.500 Punkten, mit einem Stop anfänglich bei 34.800. Aktueller Kurs vorhin war aber 33.275 Punkten und auch das wollen wir uns zusammen anschauen. Wieder eingekreist der Tag des Webinars. Es lief zunächst seitwärts, dann aber auch hier kam die Abwärtsbewegung. Wir sind hier bei 33.990 in den Short eingestiegen. Erstes Kursziel wurde erreicht. Knapp vor dem zweiten Kursziel sind wir jetzt zunächst einmal nach oben etwas weggedreht. Es gab eine kleine Zwischenerholung. Also auch hier wird es nachher ein Update geben, was die Charttechnik angeht. Aber auch natürlich werden wir nochmal für den Dow Jones auf die verschiedenen Vorfilter achten. Dann hatten wir noch eine Short-Strategie auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar vorgestellt. Nicht irritieren lassen. Ich sehe gerade, hier war ein kleiner Fehler noch. Kakao und US-Dollar. Das war vom davorigen Mal. Also britisches Pfund in US-Dollar. Dort hatten die Vorfilter auch angezeigt, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Und laut Stefan sollten wir hier dann einsteigen in den Short mit einem Limit bei 1,2670. Also Achtung, es war kein Stop-Buy, sondern eine Limit-Order mit den Zielen bei 1,24, 1,23, 1,21 und 1,18 mit einem anfänglichen Stop von 1,2880 und aktueller Kurs vorhin war 1,2210. Und man sieht auch, dieser Trade ging bislang hervorragend auf. Hier wieder eingekreist der Tag des Webinars. Danach ging es die nächsten zwei Tage aufwärts. Limit war genau richtig, dass dieses entsprechend zu platzieren. Wir sind in den Trade eingestiegen. Stop war hier oben bei 1,2880. Soweit sind wir gar nicht nach oben gelaufen, sondern nach unten wie erwartet weggekippt. Und dann ging es relativ schnell abwärts. Erste Kursziel erreicht, zweite Kursziel erreicht, dritte Kursziel erreicht, das vierte noch nicht. Aber der Trade lief natürlich schon hervorragend in unsere Richtung. Wir sehen hier einen klaren Abwärtstrend. Also wer den Trade mitgemacht hat, der kann sich natürlich auch über entsprechende Gewinne hier freuen. So, dann wollen wir loslegen und ich habe es eben schon gesagt, wir wollen uns für den Anfang nochmal die verschiedenen Vorfilter anschauen für den DAX und für den Dow Jones und der Stefan wird anschließend auf diese Märkte charttechnisch nochmal eingehen. Warum haben wir uns bei dem letzten Webinar nochmal auf die Short-Seite gestellt? Ja, das wird wahrscheinlich relativ schnell zu erkennen sein, wenn wir uns nochmal die klassische Saisonalität für den DAX anschauen. Da gibt es ja drei Phasen, die von Interesse sind. Das ist die Phase von Ende Januar bis Mitte Juni. Da soll der Markt tendenziell steigen. Von Mitte Juni bis Ende September, Anfang Oktober tendenziell fallen, um dann wieder anzusteigen. Also ab Mitte des Jahres war hier ganz klar die Short-Seite zu favorisieren. Ich hatte dann auch massiv darauf gesetzt, dass eben entsprechend der Markt nach unten weglaufen wird. Dementsprechend sind meine Depots zum Beispiel auch letztens und die letzten Tage von einem Allzeithoch zum nächsten gesprungen. Es war genau richtig, die Short-Seite zu favorisieren. Aber ich habe jetzt eben auch die Short-Quote massiv runtergefahren, habe zum Teil sogar kurzfristig auch mal die Long-Seite gehandelt, weil es durchaus natürlich eine Gegenbewegung geben kann. Hier in diesem Webinar wollen wir uns ja vor allem das mittelfristige Bild anschauen, also jetzt nicht, wie könnte es in den nächsten 1, 2, 3 Tagen weitergehen, sondern wie könnte es in den nächsten 1, 2, 3 Monaten vielleicht im Markt weiterlaufen. Und da muss man sagen, wenn man jetzt nur auf die klassische Saisonalität achtet, sind wir jetzt langsam in einem Umfeld, wo es auch wieder interessant sein könnte, sich entsprechend mal auf die Long-Seite zu stellen. Zumindest, wenn man jetzt auf die klassische Saisonalität achtet. Und ein Punkt ist jetzt schon ganz, ganz wichtig. Ich kann mir schon denken, dass der ein oder andere jetzt zu Hause sitzt und denkt sich, naja, wie kann man jetzt long gehen? Der Markt fällt doch gerade. Ich kann nur daran erinnern, wie es wahrscheinlich war, als wir Mitte des Jahres im DAX neue Allzeithochs gesehen haben. Da habe ich mich auf die Short-Seite gestellt und auch da haben mir viele gesagt, wie kannst du jetzt short gehen? Der Markt notiert doch gerade auf einen neuen Allzeithoch und wird jetzt nach oben wegziehen. Man sieht eben immer wieder, und das ist die wichtige Erkenntnis, die man irgendwann haben sollte, niemand kann die Zukunft voraussagen. Niemand weiß, wohin der Markt laufen wird. Ob in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen
oder den nächsten Monaten. Es weiß auf diesem Planeten niemand. Also geht es immer darum, Wahrscheinlichkeiten zu erörtern und nach diesen Wahrscheinlichkeiten möglichst ja stur natürlich auch zu handeln. Und die Wahrscheinlichkeit alleine aufgrund der klassischen Saisonalität zeigt ja ab Anfang Oktober, beziehungsweise muss man sagen, dann auch nochmal ab Ende Oktober vor allem, ganz da aufwärts und dann könnte es im November und Dezember weiter nach oben laufen. Der August und der September, wie man hier in diesem klassischen saisonalen Chart sehen kann, sind die schwächsten Monate des Jahres für den DAX und dementsprechend kam es auch dieses Jahr zu einer entsprechenden Korrektur, weil auch verschiedene Zyklen, verschiedene Saisonalitäten dafür gesprochen haben. Das werden wir uns natürlich im Laufe dieses Webinars gleich genauer nochmal anschauen. Aber wir wollen schon mal festhalten, ab Oktober, ob jetzt Anfang oder Ende Oktober, kann es durchaus zu einer gewissen Gegenbewegung im Aktienmarkt, in diesem Falle beim DAX, kommen. Schauen wir als nächstes auf die US-Vorwahljahre. Wir haben ja in den USA nächstes Jahr Wahl, also haben wir dieses Jahr ein Vorwahljahr. Und diese Vorwahljahre für den DAX sehen interessanterweise sehr ähnlich aus wie die klassische Saisonalität. Es soll von Ende Januar bis Mitte des Jahres steigen. Dann soll es eine Korrektur geben, zeitlich ausgedehnter, als es beim saisonalen Chart der Fall ist. Aber es soll eine Abwärtsbewegung geben, um dann wieder Richtung Jahresende deutlich anzuziehen. Hier läuft die Abwärtsbewegung vor allem bis Mitte Oktober. Und da sind wir jetzt ja langsam. Dann sehen wir hier so eine Seitwärtsphase. Das bedeutet übrigens nicht, dass der Markt dann seitwärts laufen muss, sondern es bedeutet, es gibt keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen. Also es kann alles passieren. Aber dann, vor allem ab Ende November, soll der Markt wieder deutlich anziehen. Und auch hier sehen wir so, im Oktober, November könnte es durchaus ein Tief geben, ein Zwischentief geben. Und der Markt könnte dann wieder ansteigen bis zum Jahresende. Also wenn wir jetzt natürlich die Sicht sehen, sehr kurzfristig, dann kann es durchaus nochmal eine ganze Etage tiefer gehen. Aber wenn wir jetzt das Bild mal bis Ende des Jahres ziehen wollen, dann würde man langsam eher nach Long-Einstiegen suchen. Denn nicht nur die klassische Saisonalität zeigt ja bis Jahresende dann aufwärts, sondern eben auch der Vierjahreswahlzyklus, in diesem Falle die Vorwahljahre der USA, auf den DAX umgemünzt. Wie sieht das Ganze für den Dow Jones aus? Natürlich sind die Bewegungen sehr ähnlich. Das wird jetzt niemanden wundern. Von Ende Januar bis Mitte des Jahres soll es steigen, dann eine Korrektur geben bis Ende Oktober, um dann wieder anzusteigen. Das ist jetzt die klassische Saisonalität für den Dow Jones. Und man erkennt jetzt vielleicht schon alleine anhand dieser letzten drei Grafiken, warum ich mich ab Mitte des Jahres massiv auf die Short-Seite gestellt habe. Denn die klassische Saisonalität für den DAX hat ab Mitte des Jahres abwärts gezeigt. Die US-Vorwahljahre für den DAX haben ab Mitte des Jahres abwärts gezeigt. Der Dow Jones, die klassische Saisonalität, hat ab Mitte des Jahres abwärts gezeigt. Und das Sentiment, das möchte ich jetzt vorwegnehmen, war zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr bullig. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass es weiter steigen sollte. Und dementsprechend ist das ja für mich ein Kontraindikator und hat auch angezeigt, die Short-Seite ist zu favorisieren. So, heißt also auch hier, sehen wir jetzt eine Abwärtstendenz in der klassischen Saisonalität bis Ende Oktober. Aber auch dann hier soll es eine entsprechende Gegenbewegung geben und dann im November und Dezember nochmal ordentlich ansteigen. Also, wir wollen festhalten, der Oktober, gerade so Richtung Ende Oktober, ist durchaus interessant für einen potenziellen Long-Einstieg. Ich habe gerade irgendwas im Hals, eine Sekunde. Jetzt sollte es hoffentlich wieder funktionieren. Dann schauen wir noch auf den Dow Jones und in diesem Falle auch auf die Vorwahljahre. Und hier sehr ähnliches Bild, bis Mitte des Jahres Anstieg, dann Korrektur bis Ende Oktober, beziehungsweise dann nochmal Ende November, um dann wieder anzusteigen. Also auch hier sieht man ja kurzfristig bis Ende Oktober durchaus noch Abwärtspotenzial, aber dann sollte man sich langsam darauf einstellen, jetzt im Oktober, dass es durchaus auch Gegenbewegungen geben könnte. Schauen wir noch auf den Fear and Greed Index aus den USA. Da waren wir ja über langen Zeitraum im extremen Gierbereich, dann lange im Gierbereich. Und das hatte ich ja schon gesagt, war für mich als Kontraindikator ebenfalls ein Short-Einstieg. Jetzt aber, dadurch, dass die Märkte deutlich unter Druck gekommen sind, sind wir zwischenzeitlich sogar in den extremen Angstbereich zurückgelaufen, Extreme Fear. Da waren wir die letzten Tage, deswegen hatte ich dann auch mal kurzfristig Long-Positionen aufgebaut, die auch wieder geschlossen. Aber wir sind immer noch im Angstbereich. Also heißt auch hier,
würde es durchaus Potenzial geben, jetzt mal wieder für einen potenziellen Anstieg, denn die Marktteilnehmer sind jetzt ängstlich und das als Kontraindikator zeigt eben auch an, dass die Gegenseite zu favorisieren sein könnte. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch einen gewissen Puffer hier nach unten. Wir sind jetzt nur in Anführungsstrichen im Angstbereich, nicht mehr im extremen Angstbereich. Und sollten die Märkte jetzt wirklich weiter korrigieren, dann könnte es durchaus interessant sein, sich hier dann auf die Long-Seite zu stellen. Denn wenn jetzt die Zeit weiter voranschreitet und wir Richtung Ende Oktober und dann in den November hineinlaufen, dann haben wir ja gesehen, verschiedene Zyklen, Saisonalitäten zeigen ganz klar aufwärts. Plus, wenn es wirklich noch etwas korrigieren sollte, dann würden wir hier sicherlich wieder in den extremen Angstbereich abrutschen. Und dann wäre das auch als Kontraindikator interessant für Longseite bis Jahresende. Also kurzfristig muss man etwas aufpassen. Das Bild war natürlich ab Mitte des Jahres relativ klar, zumindest für mich. Das heißt nicht, dass es dann so kommen musste. Aber zumindest haben sehr viele Vorfilter angezeigt, dass wir eine Korrektur sehen könnten. Jetzt aber sehen wir so im Oktober, November, ja, irgendwo in der Region kann es ein Zwischentief geben, aber noch Abwärtspotenzial. Also es ist etwas schwieriger, das Ganze jetzt zu interpretieren. Aber kurzfristig, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, weiteres Korrekturpotenzial. Mittelfristig, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie soll ich mich bis Jahresende positionieren, dann würde ich sagen, macht es wahrscheinlich Sinn, sich langsam mal auf die Long-Seite zu stellen. Kann man ja auch vielleicht mit einem Discount-Call zum Beispiel machen, wo man noch einen gewissen Puffer hat nach unten und dementsprechend auch Seitwärtsrenditen erzielen kann. Und aufgrund eben dieser verschiedenen Vorfilterungen könnte man dann hier auch mal nach einem Long-Einstieg mittelfristig suchen. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, wir wollen uns ja nicht nur die Vorfilter anschauen, sondern das Ganze auch charttechnisch betrachten. Und dazu übergebe ich jetzt erstmals an den Stefan, der eben entsprechend hier die Trading-Setups herleiten wird. Und der Markus wird anschließend zeigen, wie man das Ganze produkttechnisch auch umsetzen kann. Du bist noch nicht zu hören, Stefan, falls du schon redest. Ah, jetzt müsste ich jetzt zu hören sein. Ja. Jawohl, hallo nochmal von meiner Seite und ich knüpfe da mal nahtlos an die Analyse von Ingmar. Zunächst allerdings die Frage, die hier gestellt worden ist bezüglich des Zeithorizonts der Saisonalität. Wir versuchen eigentlich immer Seiten zu verwenden, die eben frei zugänglich sind, deswegen in dem Fall die Seite der Saisonalität, die Ingmar gezeigt hat und ja, wir haben da selbst natürlich Auswertungen gemacht und die unterscheiden sich jetzt nicht wirklich nennenswert, ob ich jetzt eben bis 2011 oder 2016 oder 2023 mir das Ganze eben anschaue. Viel wichtiger ist eher, wenn ich einzelne Segmente aus den letzten 40 Jahren beispielsweise herauspicke und die dann eben überprüfe, ob die dem Ganzen standhalten. Wichtig ist es auch, dass man keine Überoptimierung macht, kein Curve-Fitting heißt, ich versuche das Ganze so weit anzupassen, dass ich eine hundertprozentige Trefferquote habe und im Anschluss funktioniert es eben nicht. Deswegen normalerweise zum Testen macht man so, dass man einen Abschnitt in der Vergangenheit verwendet und dann eben schaut, funktioniert es eben auch im weiteren Verlauf. Heißt, wenn wir jetzt beispielsweise die Saisonalität nehmen, die Ingmar es eingeblendet hatte mit einem Zeitraum bis 2016 und da eben dann schaut, hat es seit 2016 denn funktioniert und dann kann man daraus auch eher einen Rückschluss auf die Zukunft bringen und ist in den meisten Fällen eben besser, als dass man das Ganze bis zum aktuellen Tag getestet hat und dann eben nicht weiß, ob es dann in der Zukunft auch weiterhin funktionieren würde. Soweit der Einschub zu dem Thema Zeithorizont bei Indikatoren oder bei Saisonalitäten beim DAX. Ingmar hat es ja schon erwähnt, von der Saisonalität her hält sich das Ganze etwas auf mit dem Beginn des Oktobers. Das letzte Quartal ist in der Regel positiv und auch im aktuellen Fall könnte es tatsächlich zu einer Erholung kommen. Wir sehen hier im langfristigen Vergleich, man sieht es hier noch so ein kleines bisschen hier im letzten Jahr, beziehungsweise wenn wir hier unten in die Wochenebene gehen, man sieht übrigens immer hier oben, in welcher Zeitebene, dass ich mich befinde, Stunde, Tag, beziehungsweise Woche und Monat. Und da ist eben sehr schön zu sehen, im letzten Jahr im Oktober
Vorher ging es nach unten und dann war im Oktober eine schöne Rallye zu beobachten, hat dann etwas an Dynamik im weiteren Verlauf verloren, aber dennoch ergibt sich damit einmal mehr eben das positive Vorzeichen der Saisonalität im letzten Quartal. Und wie gesagt, jetzt könnte es durchaus nochmal nach oben gehen. Wir sind hier nach unten ausgebrochen, 15.500, das letzte Zwischentief, beziehungsweise ist mehrfach getestet worden. Da sind wir drunter und haben damit eigentlich ein Trendwendesignal eingeleitet. Allerdings war diese Bewegung, die wir hier ja seit August schon hatten, war durchaus etwas knackig und da könnte es jetzt wirklich zu einer technischen Gegenbewegung kommen. Erstes Ziel ist die 15.500 nach oben hin. Da hätte man dann eine klassische Pullback-Reaktion. Theoretisch hat der Markt allerdings Potenzial bis hier zur 16.000, denn erst wenn das nächste markante Zwischenhoch überwunden wird, dann würde sich die ganze Situation aufhellen. Heißt, wir haben kurzfristig durchaus Potenzial bis etwa 16.000 Punkte. Dann muss man natürlich schauen, wie es weitergeht. Man sieht es auch hier unten, wenn wir in der täglichen Ebene bleiben. Wir hatten hier zunächst im August das Verkaufssignal, da ging es nach unten. Dann sind wir natürlich hier in einem etwas überverkauften Bereich gelandet. Diese Bewegung, ich mache da vielleicht mal ein paar Linien weg, damit man da wieder mehr erkennen kann. Da ging es dann zu einer Seitwärtstendenz über. Und gut, das letzte Verkaufssignal war nicht wirklich aussagekräftig. Allerdings ging es hier trotzdem nach unten. Und jetzt stehen wir kurz vor einem Kaufsignal, kurzfristigen Kaufsignal, heißt, auch von der Seite sieht es eben danach aus, als ob es hier zu einer weiteren Erholung kommen könnte. Es muss sich allerdings erst zeigen, ob es da wirklich dann schon der Beginn oder die Fortsetzung des Aufwärtstrends ist, der ja zuletzt unterbrochen worden ist, oder ob es sich tatsächlich dann nur um eine technische Gegenreaktion handelt, denn wir haben ja im aktuellen Fall noch das Problem, dass die fundamentalen Daten nicht wirklich eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nahelegen. Wir haben natürlich jetzt, wie eben das Geschehen im Nahen Osten am Wochenende, dann immer wieder Einflussfaktoren, die sich natürlich nicht berechnen lassen. Allerdings von den Daten, die eben vorliegen, ist es so, die steigenden Zinsen drücken auf die Wirtschaftserholung, die wirken sich belastend aus. Wir haben mittlerweile ein sehr hohes Zinsniveau, sei es in den USA, sei es in Europa, und jetzt lässt sich so langsam erkennen, dass die Inflation darauf reagiert und rückläufig ist. Allerdings muss man erst abwarten, ob die Notenbanken da schon sagen, okay, wir machen da erstmal eine Zinspause. In den USA hatten wir das ja zuletzt bei der letzten Sitzung der US-Notenbank, und in Europa gab es eine weitere Anhebung, und der Markt hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir in den USA wie auch in Europa in diesem Jahr zumindest noch eine Anhebung des Leitzinses sehen werden, und je höher das die Zinsen, desto größer ist natürlich der Druck auch auf den Aktienmarkt. Und dann haben wir natürlich das Phänomen, dass die Schritte, die Notenbanken beschließen, die Maßnahmen, erst mit einer gewissen Verzögerung so richtig wirken. Da haben wir in der Regel zwischen einem halben Jahr und anderthalb Jahren, bis das Ganze richtig durchschlägt. Heißt, die Maßnahmen, die jetzt vor einem Jahr getroffen worden sind, die kommen jetzt erst so richtig am Markt an, und die Zinsanhebungen, die wir eben in den letzten Monaten gesehen haben, die werden in den kommenden Monaten natürlich ihre Wirkung entfachen. Heißt, da ist davon auszugehen, dass die eben weiterhin inflationsdrückend sich auswirken. Allerdings haben wir eben das andere Problem, dass sich das Ganze eben auf die Wirtschaftsleistung negativ auswirkt, und deswegen von der fundamentalen Seite sieht es da eher danach aus, als ob es dann noch etwas weiter nach unten gehen könnte. Ich habe da auch mal ein kleines Bild mal mitgebracht, wo man sich das so ein kleines bisschen vor Augen führen kann. Wir haben hier das Blaue ist die Zinsentwicklung in den USA, die rote Linie ist der Dow Jones, und da sieht man, wenn wir Aufschwungphasen bei den Zinsen hatten im Vergleich
Da ist der Markt tatsächlich noch angestiegen und dann, wenn es eben so ein Plateau gab, so einen Hochpunkt, wo die Zinsen eben nicht mehr gestiegen sind, dann hat die Gefahr zugenommen und dann, wenn die Notenbanken aufgrund der rückläufigen Konjunktur dann schon reagieren und die Zinsen nach unten drücken. Und dann hat es in der Vergangenheit oftmals eben diese Korrekturtendenzen gegeben. Das kann man ja mal mehr, mal weniger gut damit herleiten. Allerdings, es ist eben so, wir haben jetzt die steigenden Zinsen, das sieht man hier sehr schön. Und selbst wenn es hier eine Zinspause geben sollte und die Wirtschaft nachlässt und die Notenbank sich dann möglicherweise im kommenden Jahr, vielleicht aber erst im Jahr darauf, dann dazu entschließen, die Zinsen wieder zu senken, dann ist es eigentlich, zumindest sagt die Vergangenheit, noch kein Grund, sich da wirklich drüber zu freuen, denn die Gefahr ist eben noch da, dass es da eben zu einem Rückgang kommen könnte. Soweit die Erklärung von der fundamentalen Seite. Dann kommen wir wieder zurück zum DAX bzw. zum Dow Jones. Wie gesagt, hier kann es kurzfristig eine Erholung geben. Ich habe deswegen mal zwei Strategien für den DAX mitgebracht. Einmal eine Long-Strategie, heißt, wenn wir über die 15.250 ansteigen. Das sieht man hier in der Stundenebene. Das war das Zwischenhoch vom Wochenwechsel. Jetzt, wenn wir da drüber gehen, dann haben wir ein erstes Signal, dass es eben weiter nach oben gehen sollte. Und dann haben wir die Ziele hier irgendwo 15.500 bis hin hier zu 16.000 etwa. Und dann immer in die Tagesebene, sieht man hier in der Region, ja, 16.300, 16.500, das wären dann die Maximalziele. Allerdings, ich habe es ja eingangs erwähnt, wenn der DAX hier über das letzte Zwischenhoch darüber klettert, dann hält sich das Ganze auf. Dann ist davon auszugehen, dass es hier wirklich weiter nach oben geht. Scheitert der DAX allerdings daran und dreht nach unten, dann wäre so diese Region hier als Widerstand bestätigt und da macht es natürlich dann Sinn, auch eine Short-Position parat zu haben. Die Long-Position wäre dann mit einem Stoppkurs bei 14.900, also hier knapp unter dem letzten Tief, abzusichern. Die Short-Position Stop bei 14.850, das heißt, wenn wir hier nach unten ausbrechen, dann wird man eine Short-Position aufbauen. Der Stoppkurs dann, da gehen wir wieder hier in die Stundenebene rein, die 15.250 und nach unten hin die Ziele, das lässt sich dann auch in der Wochenebene schöner erkennen. Wir haben die 14.480, da sind wir hier an diesem Zwischentief dran, beziehungsweise hier die 13.800 und wenn es dann wirklich da noch weiter nach unten gehen sollte, wie gesagt, mit dem Hintergrund der hohen Zinsen und der, ja, der Auswirkung, dass die Konjunktur da eben gebremst wird, wäre sogar ein Rückgang bis in Richtung 13.000 Punkte nicht völlig auszuschließen. Da muss man natürlich dann schauen, wenn der Trend läuft, wie dynamisch ist es, welche Trend, Folgesignale treten auf, beziehungsweise habe ich Signale, die eben eine Überhitzung nach unten in dem Fall andeuten, sodass man da natürlich dann entsprechend im Laufe des Trends reagieren kann, können wir nicht. Deswegen hier so das grobe Bild eben mit Zielen und dem anfänglichen Stoppkurs. Long-Position, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Stop bei 15.250, Stoppkurs 14.900 nach oben hin, die Ziele 15.5, 16.000, 16.3, 16.5, so in etwa. Nach unten hin, wenn wir nach unten ausbrechen, Stop bei 14.850, der Stoppkurs hier 15.250 und nach unten hin dann die Ziele, ja, 14.480, 14.000, 13.800 bis hin sogar zur 13.000. Und da eben der Hinweis, da wir ja nicht jede Woche hier präsent sind,
Das ist eine Position, die dann wahrscheinlich mittelfristigen Zeithorizont hat. Heißt, wenn es nach unten weitergeht, dann gibt es natürlich immer wieder Zwischenerholungen. Und da bietet sich's natürlich dann an, knapp über diese letzten temporären Hochpunkte den Stoppkurs bei einer Short-Position nachzuziehen. Beziehungsweise, wenn es eben nach oben geht, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und auch da bietet sich's dann eben an, trendfolgend den Stoppkurs dann weiter mit anzuheben. Soweit zum DAX. Ich mache noch ganz kurz den Dow Jones mit dazu. Hatte Ingmar ja auch vorgestellt, bevor ich dann zum Markus übergebe, der Ihnen dann zeigen kann, wie eben man die passenden Produkte für diese Strategien raussuchen kann beim Dow Jones. Ja, wir haben so einen Trendbruch drin. Allerdings, wenn wir hier unten in der Wochenebene schauen, da ist eben diese Trendlinie mittlerweile unterschritten worden. Allerdings, der Trend ist relativ schwach ausgeprägt. Wir haben hier nur wenige Punkte, die eben diese Trendlinie bestätigen. Ich persönlich ja, handle eher weniger nach Trendlinien, die auf- oder abwärts gerichtet sind, sondern ich versuche mich da eher an horizontalen Unterstützungen und Widerständen zu orientieren. Und da lässt sich dann auch sehr schön ein Trend definieren. Heißt, ich habe einen Aufwärtstrend, wenn die Tiefpunkte weiter ansteigen. Ich habe einen Abwärtstrend, wenn die Hochpunkte weiter fallen. Und einen Trendwechsel habe ich, wenn wir jetzt uns hier das hier beispielsweise mal anschauen vom Dow Jones. Letztes Zwischentief war hier irgendwo im Bereich, ja, 33.700 Punkte. Da sind wir drunter gefallen und dann haben wir per Definition einen Trendwechsel drin. Und meistens kommt es so, dass bei so einem Trendwechsel dann noch eine Pullback-Reaktion erfolgt. Heißt, ich habe zunächst hier den Ausbruch, der Kurs dreht irgendwo an der nächsten Unterstützung, läuft nach oben und testet eben dieses ehemalige Unterstützungsniveau. Das Ganze nennt sich dann eben Pullback-Reaktion, um im Anschluss dann eben in Folge oder in Richtung des Verkaufssignals dann weiter abzufallen. Ja, eben auch hier Abwärtsbewegung war drin, die war zuletzt etwas dynamisch, deswegen auch hier die Möglichkeit einer technischen Gegenreaktion nach oben. Die kann hier bis 34 Punkte reichen, wäre ohne Probleme machbar, die könnte aber theoretisch hier sogar auf 34.800, 34.900 nach oben reichen, ohne dass sich hier ein neues Trendsignal ergibt, sondern wir sind per Definition in einem Abwärtstrend und jetzt kommt eben nur eine technische Gegenreaktion nach oben. Dafür die Strategie Stop bei 33.620. Da müssen wir natürlich auch wieder hier in die Stundenebene reinschauen. 33.488 sind wir im Moment. Heißt, wenn wir hier knapp drüber gehen, eine Stop bei Bedingung, dann wird man Long-Position eröffnen. Der Stoppkurs wäre dann bei 32.800. Und wenn wir hier reinschauen, wir haben das Tief dabei 32.900 etwa, also eben knapp unter dem letzten Zwischentief. Und dann nach oben die Kursziele. Ja, da haben wir natürlich zunächst die 34.000 und dann im weiteren Verlauf die 35.000 ist hier noch sehr schön in der Stundenebene zu sehen. Und dann letztendlich hier das All-Time, nee, das, Entschuldigung, das Jahreshoch, was wir in dem Jahr hatten, das All-Time-High war noch etwas höher, bei rund 35.600 Punkten. Das wären eben die Ziele für die nächsten Wochen, wenn der Dow Jones wirklich sich weiter erholt. Sollte es allerdings, wie schon erwähnt, dann eben nur zu einer Pullback-Reaktion kommen, je nachdem, wie weit das die eben reicht, und der Kurs dreht im Anschluss wieder nach unten, dann ergibt sich eben spätestens mit dem Unterschreiten hier des letzten Zwischentiefs ein Trendfolgesignal nach unten, quasi eine Bestätigung, dass wir eine Trendwende durchlaufen haben. Und da bietet sich's an, eine Short-Position mit einem Stop-Buy bei 32.790. Das ist immer noch ein kleines bisschen tiefer als der Stoppkurs vorhin bei der Long-Position war. Stopp bei 32.790. Da würden wir dann eine Short-Position eröffnen. Der Stoppkurs 33.620. Das wäre eben knapp über dem letzten
Zwischenhoch, was wir hier drin haben und dann im Verlauf nach unten die 32.600 wäre so das nächste Zwischentief. Das sind wir hier irgendwo in der Region hier, als wo die letzten Tiefs hier waren, die markanten, und dann im weiteren Verlauf die 31.500. Das sind wir hier an diesem Zwischentief vom März dieses Jahres, und dann muss ich natürlich zeigen, wie viel Druck ist da noch drauf, wie dynamisch geht es nach unten. Es ist logisch, wenn wir hier so eine sehr schnelle Bewegung nach unten haben, dass eben auch mit einer entsprechend deutlichen Gegenreaktion gerechnet werden muss. Wenn die Bewegung allerdings eher ja gemächlich verläuft, und dann gibt es auch nicht so viel Potenzial für eine Gegenbewegung. Wie gesagt, da ist es dann auch wichtig, da in dem Trend immer zu schauen, laufen wir heiß mit der Abwärtsbewegung, beziehungsweise auch bei der Long-Position, oder ist da eben weiteres Potenzial da? Und jetzt wiederhole ich dann oder fasse ich auch nochmal die beiden Strategien für den Dow Jones zusammen. Die Long-Variante ist bei 33.620, dann müsste der Dow Jones noch ein kleines bisschen nach oben gehen, damit wir die Long-Position eröffnen, Stoppkurs 32.800, das ist eben knapp unter dem letzten oder unter dem aktuellen Zwischentief. Ziele 34.000, 35.000, 35.600 nach oben hin, die letzten markanten Hochpunkte. Auf der anderen Seite, wenn es eben weiter nach unten geht, wenn wir unter das aktuelle Tief fallen, dann mit einer Stop-Buy-Bedingung 32.790 die Short-Position eröffnen, Stoppkurs 33.620 und die nächsten Ziele 32.600 beziehungsweise 31.500, was die nächsten Ziele wären. Und jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Wir sind, wenn ich es richtig sehe, am 15. November wieder da. Und da können wir natürlich dann auch auf die Trades eingehen und können schauen, wie hat sich der Kurs bis dahin entwickelt? Macht es Sinn, da eben Stoppkurse nachzuziehen, oder wie reagiert man eben darauf? Oder möglicherweise ergibt sich bis dahin auch nochmal eine neue Strategie, wo man dann eben nachträglich da nochmal mit einsteigen kann. Soweit von meiner Seite zu den Märkten, zum DAX und zum Dow Jones. Und jetzt übergebe ich an den Markus. Danke dir, Stefan. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, und du hattest ja letztendlich auch die ganzen Strategien vorgestellt. Es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil es viele Zahlen, viele Daten waren. Aber ihr könnt das gerne nochmal morgen, müssten die Folien live sein, nachlesen oder nachspulen sozusagen, wenn wir das Webinar hochladen. Aber da wir heute verschiedene Seiten haben bei den unterschiedlichen Indizes, einmal DAX und Dow Jones, haben wir uns entschlossen, um Zeit zu sparen, nur mal exemplarisch zu zeigen, wie man auf unserer Internetseite DZ Bank Derivate die Produkte finden kann. Die meisten von euch wissen ja Bescheid, aber ich möchte es gerne einmal zeigen, und habe mir schon mal die DAX Long Position rausgepickt oder den Trade, den man hier in dem Fall umsetzen könnte mit einem Endlos Turbo. Werde den Link dann auch gleich nochmal zu der Produktsuche hier auf unserer Seite in den allgemeinen Chat reinstellen. Ja, was habe ich gemacht hier? Im Prinzip, wenn man hier über Produkte geht hier oben, dann kann man verschiedene Produkttypen auswählen, und dann geht auf der linken Seite hier ein Suchfenster auf, und hier habe ich unter anderem jetzt den DAX ausgewählt. Hier oben kann man auch nach verschiedenen Asset-Klassen auswählen, aber in dem Fall direkt mit dem DAX losgelaufen. Dann Hebelprodukte, Endlos Turbo, Long in dem Fall, hätte auch die Short-Variante sein können. Und dann haben wir hier unten aber noch Filtermöglichkeiten. Was ich gemacht habe, Stefan hatte ja von dem Aufstieg 14.900 gesprochen für die Long-Version, also die Long-Strategie. Ich hatte jetzt hier unten einfach mal eine Bandbreite von 14.800 bis 15.000 im DAX eingegeben. Dann gibt es 33 Produkte, die man sich hier dann die man ausgeworfen bekommt. Und klar ist, je höher letztendlich hier die Knockout-Schwelle ist, in dem Fall hier knapp bei 15.000, je höher ist dann der Hebel. Und wenn wir weiter nach unten gehen, sehen wir dann auf der Seite 2, ich klicke einfach mal dahin, relativ weit unten, gibt es hier das Produkt mit 14.800. Und da sehen wir dann, dass der Hebel natürlich abgenommen hat, hier knapp bei 40 steht.
Und wir sehen natürlich dann die Geldbriefspanne und so könnt ihr halt letztendlich filtern nach Produkten. Ich hätte das auch enger filtern können. Und wenn ich jetzt draufklicke, einfach mal auf dieses Produkt, sollte gleich funktionieren. Moment. So, hallo, hallo, hallo. Da kommt das. Dann seht ihr natürlich noch mehr Informationen. Nur, dass ihr es einfach mal gesehen habt. In der Überschrift steht natürlich schon fast alles drin, dass es sich um Open End Turbo Long handelt, mit welchem Knockout, was der Basiswert ist. Und ja, wie gesagt, ihr könnt die, wie ihr sie findet und was ihr da an der Produktsuche alles rumschrauben könnt und rum adjustieren könnt, habe ich ja eben gezeigt. Und dann gibt es eben die Standardübersicht, eine Grafik. Und wenn ihr es noch genauer haben möchtet, dann gibt es hier noch ein paar Stammdaten und Kennzahlen hier unten bis hin zu Dokumenten. Und ja, das wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. Stefan hatte ja, wie gesagt, beide Seiten vorgestellt, weil es nicht so klar war, in welche Richtung es gehen wird. Und bevor man dann die falsche Seite einfach vorstellt, weil man es vorstellen muss, hat sich Stefan heute und Ingmar dazu entschieden, würde ich jetzt mal sagen, beide Seiten zu zeigen. Ja? Und dann könnt ihr das im Auge behalten. Ja, und jetzt können wir einfach wieder direkt abgeben, machen den letzten Basiswert heute noch, bevor wir vielleicht dann noch ein paar Minuten Zeit haben für die Wunschanalyse. Ja, klar. Dann legen wir los. Werden uns heute noch den Kakaopreis anschauen und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil eben dann doch der ein oder andere geschrieben hat, kann es denn nicht steigen, müsste es nicht fallen, könnte es nicht auch seitwärts laufen und so weiter und so fort. Da kamen einige Fragen dazu. Nochmal, und das ist ganz, ganz wichtig, ich habe es ja eben schon sehr deutlich gesagt, aber ich wiederhole mich da gerne nochmal, niemand auf diesem Planeten weiß, wohin es laufen wird. Genau aus diesem Grund geht es immer nur um erhöhte Wahrscheinlichkeiten. Also natürlich kann auch alles genau andersrum laufen. Wenn wir sagen, wir gehen davon aus, dass der Markt steigt oder dass der Markt fällt, aufgrund ja, der verschiedenen Vorfilter und so weiter und so fort, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit vielleicht auf unserer Seite. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht genauso gut auch andersrum laufen kann. Denn auch eine 70% Wahrscheinlichkeit oder eine 80% Wahrscheinlichkeit heißt ja eben, dass es bei 30 oder 20% der Fälle eben nicht funktioniert. Also das muss immer klar sein. Deswegen alles kann, aber nichts muss dementsprechend so laufen, wie wir das hier vorstellen. Aber es macht natürlich Sinn, sich an irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten zu orientieren. Ansonsten können wir sagen, ja gut, dann ist es egal, dann machen wir halt irgendwas, dann gehen wir halt irgendwo long und irgendwo short und lassen uns von unseren Emotionen treiben. Und genau um sich nicht von den Emotionen treiben zu lassen, ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, möglichst objektive Vorfilter zu haben, sich anzuschauen und sich dann eben ein entsprechendes Bild zu machen, wohin denn der Markt mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit laufen könnte. So, dann wollen wir uns den Kakaopreis anschauen. Ich habe jetzt hier mal einen längerfristigen Chart vom Future dabei, um einfach mal kurz als Einstieg aufzuzeigen, was hier in letzter Zeit passiert ist. Wir haben ja seit 2018 schon eine längere Seitwärtsphase gesehen. Das ist ein Wochenchart, das heißt, eine Kerze repräsentiert eine Handelswoche. Was hatten wir hier? Wir hatten im Endeffekt einen Seitwärtsmarkt. Hier oben in der Region um 2800 bis 2900 gab es immer wieder einen auf den Deckel. Und unten in der Region um 2200 bis 2000 ungefähr gab es immer wieder einen Boden, der gefunden wurde. Es ging also super in dieser Range hin und her. Und dieses Jahr kam es zu einem Ausbruch nach oben und der Kakaopreis ist massiv angestiegen. Jetzt geht es aber eben darum, zu erörtern, wohin könnte es denn jetzt weitergehen. Und mein Trading-Ansatz ist tendenziell antizyklisch. Heißt also, in einem solchen steilen Anstieg versuche ich möglichst, einen neuen Trend zu erörtern, einen Abwärtstrend in diesem Falle und nicht mehr, nachdem der Markt schon sehr stark angestiegen ist, noch als letzter auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen, um zu versuchen, dann noch ein paar Cent mitzunehmen, sondern eben genau das Gegenteil zu machen von der Masse. Und wir sehen eben, jetzt gab es diesen massiven Anstieg und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte es hier weitergehen? Schauen wir uns dazu natürlich wieder verschiedene Vorfilter an. Zunächst einmal das Sentiment. Und wie ich gerade schon gesagt habe, versuche ich ja das Gegenteil von dem zu machen, was die Masse macht. Es ist kein perfektes Timing-Instrument, manchmal schon, aber nicht immer. Fangen wir mal an hier 2015. Kakaopreis ist gestiegen, Marktteilnehmer bullig, gehen davon aus, es müsste weiter steigen. Was passiert? Topbildung, danach Abwärtsbewegung. Dann sehen wir eine Abwärtsbewegung und die Marktteilnehmer sind über einen längeren Zeitraum sehr pessimistisch. Was passiert? Bodenbildung, danach deutlicher Anstieg. Dann, nachdem es deutlich angestiegen ist,
2018, Marktteilnehmer wieder sehr bullig. Was passiert? Der Markt fällt danach. Dann vielleicht noch hier mal so ein anderes Extrem. 2020, Marktteilnehmer bullig. Es geht noch einen Tick weiter bergauf, aber auch dann Gegenbewegung. Marktteilnehmer extrem bearish, gehen davon aus, müsste weiter fallen. Danach Gegenbewegung und es steigt. 2022 interessanterweise, Kakaopreis wieder mal gefallen. Marktteilnehmer pessimistisch, gehen davon aus, es müsste weiter fallen. Was passiert? Bodenbildung, deutliche Gegenbewegung. Und nachdem es diese massive Gegenbewegung gegeben hat, werden die Marktteilnehmer von bearish zu bullish sozusagen in ihrer Stimmung und gehen dann davon aus, dass der Markt weiter steigen sollte. Und das zeigt mir schon mal als Kontraindikator ganz klar an, dass hier die Short-Seite zu favorisieren sein könnte. Als nächstes schauen wir auf die Saisonalität. Die war jetzt über die letzten Monate extrem positiv bis Ende September, aber jetzt für den Oktober sehr, sehr negativ. Oktober ist der schwächste Monat des Jahres für den Kakaopreis. Also Saisonalität zeigt hier ganz klar abwärts bis Mitte November. Der zweite Vorfilter Saisonalität zeigt also auch an, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte. Als drittes schauen wir noch auf die COT-Daten. Da wollen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber ihr wisst ja, COT-Daten, was ist da für mich interessant? Das ist die Netto-Positionierung der Commercials. Und die Commercials, das sind die großen Produzenten und die großen Abnehmer eines Rohstoffes, in diesem Falle von Kakao. Und die haben entsprechend zuletzt diese Aufwärtsbewegung dazu genutzt, ihre Short-Positionierung massiv auszuweiten. Also in diesen steigenden Markt hinein wurden die Short-Positionen ausgeweitet und wir waren zuletzt auf einem Niveau, wo wir 2020 schon mal standen. Was ist danach passiert? Der Kakaopreis ist gefallen. 2018 waren wir ungefähr auf diesem Niveau. Was ist danach passiert? Kakaopreis gefallen. Also man sieht schon, dieser Vorfilter zeigt ebenfalls an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Und somit haben wir drei Vorfilter, die aktuell anzeigen, Short könnte interessant sein. Wir haben jetzt die Saisonalität, die das anzeigt für den Oktober, schwächster Monat des Jahres. Wir haben das Sentiment, was extrem bullig ist, als Kontraindikator anzeigt, die Short-Seite zu favorisieren. Und wir haben entsprechend hier die COT-Daten, die das ebenfalls anzeigen. Deswegen, ich sage, Short-Seite zeigt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Und jetzt machen wir es natürlich wiederum so, dass der Stefan auf den Chart blickt und sagt, wie das Ganze aus charttechnischer Sicht aussieht, um auch noch den Chart sozusagen auf unsere Seite zu bringen. Und dann kann man eben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit traden, ein Trading-Setup herleiten, wo man ein- und aussteigen möchte, wo man einen Stop setzt, wo man Ziele definiert. Und dann kann man das Ganze natürlich entsprechend auch wieder mit entsprechenden Knockout-Produkten umsetzen. Und damit übergebe ich dir das Wort, Stefan. Und das Wort ist damit auch der Hinweis, jetzt, dass der Ton noch nicht da war. Ja. beim Kakaopreis ist die Zeiteinteilung der einzelnen Charts, wie es eben vorhin bei den Indizes, Stunde, Tag, Woche und Monat. Da hat man dann natürlich mehr Informationen. Da kann man sehen, welche übergeordneten Trends gibt es oder welche Unterstützung, Widerstände gibt es eben, die schon etwas länger her sind. Und da kann man einfach dann auch mehr Informationen draus lesen, beziehungsweise man kann auch die einzelnen Zeithorizonte besser zum Traden nutzen. Heißt, wenn ich jetzt ein Kaufsignal oder Verkaufssignal in der Tagesebene habe und dann würde ich dieses Signal natürlich dann auch in der Ebene handeln, beziehungsweise manchmal macht es Sinn, eine Ebene tiefer dann vielleicht nochmal zu schauen, wo die letzten Hochs oder Tiefs sind, um da eben Stoppkurse dann zu platzieren. Was schön zu sehen ist am Kakaopreis, ist das, was ich vorhin schon bei den Indizes erklärt habe, wie definiert man einen Trend, und beim Kakaopreis ist sehr schön zu sehen, wir haben hier steigende Tiefpunkte und ja, da hatten wir hier ein ganz kleines bisschen, dass das letzte Tief unterschritten worden ist, deswegen nie das Ganze an die genauen Marken machen, immer einen kleinen Sicherheitsbeiwert verwenden und dann passieren eben solche fehlerhaften Signale weniger. Und momentan ist der Trend nach oben noch intakt. Ich habe hier auch mal so einen Aufwärtstrend eingezeichnet. Wie gesagt, ich verwende die
Eher weniger und wenn, dann auf eine ganz spezielle Art und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Aber was eben zu sehen ist, der Aufwärtstrend ist zunächst noch intakt. Wir haben hier mit der Bewegung nach unten, sind wir auf der Tagesebene hier auch in den kurzfristig über Verkaufsbereich gekommen. Heißt, es könnte hier nochmal ein Stück weit nach oben gehen und erst wenn dieses letzte Zwischentief hier unterschritten wird, dann haben wir die Bestätigung von der Charttechnik, dass wir eben einen Trendwechsel drin haben und dann ist davon auszugehen, dass dieser Aufwärtstrend eben zu Ende ist und sich eben ein neuer Abwärtstrend ausbildet, der eben in dieser gleichen Zeitebene verlaufen wird. Die Definition des Aufwärtstrends, was ich gerade gesagt habe, ich versuche nicht krampfhaft irgendwelche Hoch- und Tiefpunkte zu verwenden, um da irgendwie eine Trendlinie reinzeichnen zu können, sondern ich suche mir lieber Punkte, die eben mehrfach oder als wo die Linien mehrfach bestätigt worden sind. Da kommen dann auch mal solch komische Trendlinien zusammen. Und da ist es eben interessant, wenn ich Ausbrüche habe aus diesen Trendkanälen und das hatten wir hier beispielsweise oder zuletzt auch hier, dann ist es ein ganz klares Überhitzungssignal. Heißt, wenn es wieder in diesen Trendkanal zurückgeht, dann ist davon auszugehen, dass da natürlich nochmal ordentlich Potenzial kommt. Oftmals ist es auch so, wenn diese Übertreibung hier, dieser Ausbruch nach oben noch etwas extremer ausfällt und der Kurs dann wieder in diesen Trendkanal zurückkehrt und dann habe ich sogar Potenzial bis unter diesen Aufwärtstrend und dann geht es da eben weiter. Das kann man, wenn man es mal so für verschiedene Charts in der Vergangenheit betrachtet, dann wird man feststellen, dass das sehr häufig so ist und dann kann man eben viel schöner die Übertreibungen erkennen beziehungsweise dann auch sehen, wann es eben eine passende Gegenreaktion gibt, um da eben das Ganze kurzfristig zu traden. Zurück zum Chart. Wie gesagt, wir haben den Aufwärtstrend, der noch intakt ist. Um einen Trendwechsel einzuleiten, müsste hier das letzte Zwischentief unterschritten werden. Wir haben hier noch ein kleines Zwischentief. Man kann natürlich immer schauen, welches wäre denn das nächste Signal, um relativ frühzeitig reinzukommen. Ich persönlich mache es dann so, dass ich dann eine Position sukzessive aufbaue. Heißt, wenn es hier drunter geht, unter dieses Zwischentief, dann gehe ich mit der ersten Tranche Short und wenn die Bestätigung dann kommt beim nächsten Zwischentief und dann baue ich die Position eben trendfolgend weiter aus. Ja, der Aufwärtstrend ist intakt. Wir sind dabei, eben diesen nach unten zu durchbrechen. Deswegen auch an der Stelle eine Stop-Buy-Bedingung. Man sieht es hier in der Stundenebene 3380 US-Dollar je Tonne war das letzte Tief. Wenn wir da drunter gehen, dann sollte sich ein weiterer Abwärtstrend anschließen. Und deswegen habe ich die Einstiegsbedingungen bei 3350 gemacht. Hast, wenn der Kurs hier eben unter die 3350 fällt, erst dann würde die Short-Position eröffnet werden. Der Stoppkurs, auch da schauen wir nochmal rein in den Kursverlauf. Wir haben hier bei rund 3465, 3470 ein kleines Zwischenhoch. Das ist mir allerdings zu schwach ausgeprägt. Ich würde hier auf das Markantere gehen. Das liegt hier knapp unter den 3540. Wie schon erwähnt, kleiner Sicherheitsbeiwert mit oben drauf. Stoppkurs wäre dann 3550 für die Short-Position und von den Kurszielen. Wir haben natürlich hier eine immense Rallye, eine ganz klare Überhitzung des Kakaopreises und wir haben hier auf der wöchentlichen Ebene auch beim MACD, der auch in dieser Ebene berechnet wird, da ein erstes Trendwendesignal. Deswegen ist davon auszugehen, dass eben hier auf diese mittelfristige Rallye auch eine mittelfristige Korrekturtendenz folgen wird. Heißt, wir haben zunächst bei, machen wir nochmal ein paar Linien weg, sonst kann man nichts erkennen. Ja, in der Region um
3000, das sieht man hier in der Tagesebene etwas schöner. Die Region um 3000 ist zunächst als Widerstand bestätigt worden und dann nach dem Ausbruch nach oben nochmal als Unterstützung, kann insofern als aussagekräftig betrachtet werden. Und wenn der Kurs hier tatsächlich drunter fallen sollte, und dann sind wir hier relativ schnell schon in der Region um 2800 US-Dollar. Das können wir hier auch nochmal reinschauen. Da sieht man es nämlich besser im Langfristchart. Die Information wäre jetzt bei der reinen Betrachtung in der Tagesebene eben nicht aufgetreten. Deswegen hier nochmal der Hinweis auf die verschiedenen Zeitebenen. 2800 wäre für mich zumindest, bis wir uns am nächsten Mal wieder sehen, das Maximalkursziel. Dann muss man schauen, eben wie hat sich der Kurs bis dahin bewegt? Ergibt sich da wieder irgendeine Möglichkeit, eine Gegenreaktion, oder wie sollte man darauf reagieren? Und da können wir dann eben drauf eingehen. Ich fasse nochmal den Trade zusammen. Kakao Short Stop bei 3350, Ausstieg der Stoppkurs 3550 und die Ziele 3000 bzw. 2800. US-Dollar soweit von meiner Seite, und damit übergebe ich dann nochmal an den Markus. So, da bin ich wieder. Ich würde sagen, wir haben ja gezeigt letztendlich, wie die Produkte auszuwählen sind. Deswegen würde ich einfach hier das überspringen. Ich habe das auch in den Chat reingepostet, den Link. Würde sagen, die letzten paar Minuten vielleicht einfach nochmal für die ein oder andere Wunschanalyse. Das, denke ich mal, ist sinnvoller vielleicht hier an der Stelle. Genau, dann übernehme ich gleich wieder an der Stelle und ich gehe da mal auf ein paar interessante Bewegungen ein, die wir jetzt gesehen haben. Wir haben massive Kursverluste in den letzten Tagen bei einer Coca-Cola oder auch bei einer Pepsi. Da ist so genau auch da enormer Einbruch zuletzt, sehr, sehr dynamische Bewegung. Und wir haben auch dieses bei einer McDonald's, ist das genauso zu erkennen, auch hier deutlicher Einbruch. Der Hintergrund ist, dass ein Mitarbeiter von Walmart, der US-Supermarktkette, sich dahingehend geäußert hat, dass nach der Einführung der sogenannten Abnehmpräparate wie Wegovy beispielsweise die Nachfrage nach kalorienhaltigen Lebensmitteln klar erkennbar rückläufig ist. Und naja, eine Coca-Cola, eine Pepsi, die produzieren eben kalorienhaltige Softdrinks, und eine McDonald's ist eben auch im höheren Kalorienbereich angesiedelt. Das erklärt eben, warum es da nach unten geht. Ist übrigens ganz interessant, Markus hat es eingangs erwähnt, die Quartalszahlensaison steht ja vor der Tür, und anhand dieser Reaktionen sieht man, dass die Anleger dann schon ein bisschen nervös sind, was die nächsten Zahlen angeht. Sollte da eben McDonald's, Pepsi oder Cola oder andere Unternehmen in dem Bereich eben bei den nächsten Quartalszahlen darauf hinweisen, dass genau in dem Bereich die Nachfrage rückläufig ist, dann müssten möglicherweise die Zahlen korrigiert werden und die Kurse würden entsprechend reagieren. Das Ganze haben wir, da bin ich im falschen Ordner drin, unter anderem auch noch bei einer Unilever hierzulande, als europäischen Werte Hammers. Auch da geht es nach unten, heißt im Konsum Nahrungsmittelbereich, da ist momentan ein bisschen Druck drauf. Da wird es auch spannend, eben wie gesagt, was die nächsten Quartalszahlen bringen werden. Ich kann mir vorstellen, aufgrund dem Thema, was ich vorhin erläutert habe, hohe Zinsen, Konjunktur und so weiter, dass da vielleicht der ein oder andere erwartete Gewinn nicht mehr realisiert wird, sondern dass man da eher warnende Worte findet, was dann natürlich am Aktienmarkt zu entsprechenden Dämpfern führen sollte. Das ist das eine Thema, was gerade aktuell ist. Dann kam vorhin eine Frage rein, wie denn das Thema, jetzt muss ich genau schauen, Nahostkonflikt auf die aktuelle Entwicklung sich auswirken wird. Naja, zunächst ist es so, es wird logischerweise keinen positiven Einfluss haben. Wir sehen allerdings, dass am Markt die Anleger sich gerade erstmal
orientieren. Es kam ja doch sehr überraschend, um dann eben zu sehen, was genau könnte davon betroffen sein. Eine entsprechende Reaktion haben wir hier schon beim Ölpreis gesehen. Der ist hier schon mal steil nach oben geschossen. Allerdings, da ist erstmal Vorsicht geboten. Meistens ist es so, wenn so überraschende Dinge passieren, dann reagieren die Anleger auch gerne mal etwas übereilt und prügeln die Kurse in die eine oder andere Richtung, die dann allerdings nicht nachhaltig ist. Beim Ölpreis hatten wir es so, der Anstieg war darauf zurückzuführen, dass die OPEC bzw. OPEC-Plus-Länder die Förderquoten reduziert haben, das Angebot reduziert haben. Entsprechend ist der Preis nach oben gegangen. Das Ganze war natürlich dann schon etwas überhitzt. Deswegen gab es hier eine technische Gegenreaktion nach unten und jetzt eben diese Reaktion nach den Terroranschlägen, je nachdem, wie man es eben nennen möchte, in Israel und deswegen diese aufwärtsgerichtete Reaktion. Wenn man allerdings vorher versteht, dass der Anstieg darauf zurückzuführen ist, dass eben das Angebot künstlich verknappt worden ist und es wahrscheinlich nicht im Sinne aller erdölproduzierenden Länder sein wird, dass die großen Erdölproduzenten in eine tiefe Rezession rutschen und, um es mal überspitzt darzustellen, und dann kein Öl mehr nachfragen, denke ich schon, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube justieren wird, sollte da eben sich die Situation im Nahen Osten weiter zuspitzen. Ist auch noch ein Szenario, inwieweit ist der Iran in dieses Thema involviert. Ich will da gar nicht auf die politischen Details eingehen. Es ist nur so, dass normalerweise jetzt die Politik gefordert ist, dass da kein Flächenbrand draus entsteht. Und dann dürfte sich auch die Auswirkung an den Märkten eher in Grenzen halten. Sollte das allerdings nicht gelingen und sich das Ganze weiter zuspitzen, dann ist natürlich der Ölpreis, der steigende, das geringste Problem. Dann sollte eine Korrektur auch an den Aktienmärkten erfolgen. Aber wie gesagt, erst wenn das wirklich sich weiter zuspitzen sollte. Ansonsten würde es aus meiner Sicht erstmal Sinn machen, mal sich zu ordnen und zu schauen, wie sieht es denn überhaupt aus, bevor man da irgendwelche kopflosen Reaktionen macht oder noch schlimmer auf kopflose Reaktionen draufspringt, die dann eben heute so und morgen anders aussehen. Deswegen da einfach ja mal zurücklehnen und da vielleicht nicht reagieren. Ich will es mal anders formulieren, wenn man langfristig an der Börse Erfolg haben möchte, ist zumindest für mich das Risiko das Hauptargument. Das heißt, ich muss immer wissen, wie groß mein Risiko ist. Und wenn ich das Risiko dann versuche, in Grenzen zu halten, dann werde ich eben hinten raus irgendwann dann auch mit meinen Trades Geld verdienen. Das Ganze kann man auch sagen, Verluste klein halten, Gewinne laufen lassen. Hört sich natürlich etwas, ja, platte an. Aber im Endeffekt ist es so, das Risiko ist der wichtigste Einflussfaktor für mich zumindest, was meine Trades angeht. Und in dem Fall habe ich ein erhöhtes Risiko beim Öl momentan drin. Beim Aktienmarkt ist es noch nicht so extrem. Deswegen, ich muss ja solche Märkte nicht unbedingt handeln. Es gibt schönere Titel oder Werte oder Assets, die sich eben handeln lassen, wo eben nicht so riskant sind und der Trend eben schöner ist. Wir haben ja heute beispielsweise auch mit Kakao ein Trade vorgestellt. Gibt da noch andere Werte, die eben auch interessant sind. So, Überstunden ab 20 Uhr gibt es Nachtzuschlag, schreibt der Günther. Schön wäre es, Markus, da müssen wir uns vielleicht doch nochmal drüber unterhalten. Ja, sehr gut. Ich übergebe mal am Ende an dich und ich wünsche allen noch viel Erfolg an den Märkten und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder sehen würden. Da hat der Günther dich ausgebremst, bevor ich es wollte, aber ich wollte dir sehr, sehr, es war schwer, dir reinzugrätschen und ich hätte gesagt, wenn du noch einen Titel genommen hättest, hätte ich gesagt, das ist der letzte, ich muss dich ausbremsen. Lass nochmal die Kamera anmachen zur Abschlussrunde. Da hole ich nochmal ganz kurz auch meine letzte Folie auf den Bildschirm. Eine Sekunde, hier rüberschauen, was nächste Woche bei uns passiert. Also erstmal vielen, vielen Dank für euer, Bild, breites Bild, wie ihr die Märkte einschätzt und auch herzlichen Dank dafür,
dass ihr jetzt nicht irgendwie ein Trade übers Knie gebrochen habt, sondern einfach da beide Seiten aufgezeigt habt. Dadurch ist natürlich das Webinar ein bisschen in die Länge gerutscht und es war weniger Platz für die Wunschanalysen. Aber ich glaube, der Mix hat gepasst. Wir haben 10 Minuten überzogen. Vielen herzlichen Dank. Bei mir ist es auch heller geworden. Ich habe doch noch einen Lichtschalter gefunden. Und nächste Woche, was steht an? Ganz kurz, ihr seht es auf der Folie. 16.10. Ist bei uns André Stacke zu Gast mit dem Thema Börsenpsychologie. Würde uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und euch beiden wünsche ich auch einen schönen Restabend, auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ich glaube, im November ist es wieder soweit. Dann sehen wir uns wieder und dann schauen wir, wie die Trades gelaufen sind. Und probiert gerne mal die Produktsuche aus bei uns, wenn ihr noch nicht damit vertraut seid. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, und auch von uns natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank auch an dich, Markus. Hat wieder viel Spaß gemacht und wir freuen uns dann aufs nächste Webinar. Bis dahin, gute Trades und das Wichtigste, bleibt gesund und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute und ciao. Tschüss.